Abend. Danke. Herzlich willkommen. Danke sehr. Herzlich willkommen zu Menschen 89. Das war eben schon ein Hit des Jahres 89. In jedem Fall war es aber der Tanz des Jahres. Kaoma mit Lambada. So einfach den Tanz des Jahres zu definieren, so kompliziert ist es sicherlich, wenn es an die Menschen 89 geht. Da hat sicherlich jeder so seine ganz persönlichen Vorzüge und Favoriten. Und ich könnte mir denken, dass gerade in Berlin hier nach dem 9. November da eine ganz neue Stimmung entstanden ist. Die neue deutsch-deutsche Freude, die wird einen ganz wichtigen Schwerpunkt hier in dieser Sendung bilden. Aber es gibt einen Menschen, da habe ich in den letzten Wochen keinen getroffen, der da womöglich gesagt hätte, naja, ob man den einladen sollte, weiß ich nicht. Da waren sich alle einig, der muss rein. Es ist ein Mann, der nach zwei schwierigen Jahren in diesem Jahr nicht nur sportliche, sondern wie viele sagen, auch eine neue persönliche Größe gezeigt hat. Und vor etwa zwei Wochen hat er Millionen mit diesen Spielen fasziniert. Gönnen wir ihm diesen Augenblick. Erinnerungen werden wach an Göteborg. Vor ziemlich genau einem Jahr, als Deutschland das Wunder vollbrachte. Und dieses Mal wurde das Wunder bestätigt. Fünf Freunde liegen sich da in den Armen. Patrick Kühnen, Boris Becker, Charlie steht mit dem Rücken zur Kamera, Erik Jehlen. Und er ist der Held. Und endlich haben wir mal einen richtigen Helden in der Sendung. Hier ist Boris Becker. Eigentlich mit dem Begriff Held irgendwas anzufangen, also für mich ist das immer so eine Mischung aus Lebensretter und Drachentöter. Gefällt Ihnen selbst die Bezeichnung, ein Held zu sein? Also Held eigentlich nicht, weil also Helden leben normalerweise nicht ganz so lange und ich habe noch ein paar Jahre darüber standen. Wir haben gerade eben diesen Ausschnitt vom Davis Cup gesehen und das war so eine Siegerpose, die schien mir sehr verhalten zu sein. So als hätten Sie das Gefühl, ich weiß, dass ich ein tolles Spiel abgeliefert habe, aber ich weiß auch, ihr jubelt im Moment nur deswegen, weil ich eben gerade gut gespielt habe und in drei Wochen kann das schon ganz anders sein. Ist es richtig, dass man sich da wahnsinnig zurücknimmt und ganz bewusst nur sparsame Gesten im Sieg hat? Ja, sagen wir so, ich habe beide Seiten erfahren. Aber jetzt in dem Spiel, da ging es doch um sehr viel und da war ich noch so in dem Spiel selber, dass meine Konzentration noch so im Spiel war, dass ich konnte nicht plötzlich schreien und die, was weiß ich, alles machen, sondern der Schrei, der war erst viel später dann am Abend mit den anderen Spielern. Und, direkt auf dem Platz war alles noch so sehr im Match in meiner Konzentration. Stichwort Konzentration. Sie haben mal gesagt, dass 95% bei einem Tennisspiel eigentlich im Kopf passiert und nur die restlichen 5% Körper sind, Kraft sind. Das verstehen die meisten Leute nicht, weil sie sagen, na, ich muss doch trainiert sein, ich muss doch gut sein, wieso dann 95% Kopf? Ja. Und der Lendl hat ja auch irgendwas zwischen den Schultern. Ja, sagen wir so, es kommt darauf an, wie gut man ist. Sagen wir so, unter den ersten 15, 20 Tennisspielern der Welt, da entscheidet wirklich 95% der Kopf. Weil die also vom Spielerischen her sind die so nah beieinander, dass es entscheidet eigentlich nur, wer dann im richtigen Moment den richtigen Ball schlägt und wer den Kopf behält. Und deshalb habe ich das so gemeint. Ja, aber der Edberg ist doch nicht dümmer als Sie, oder? Wie muss man das verstehen? Nee. Jetzt an dem, zum Beispiel jetzt beim Davis Cup, er hat mich ja 10 Tage vorher geschlagen beim Masters. Und es kommt einfach darauf an, dass man also an dem Freitagabend rausgeht und so die Nerven behält und so davon überzeugt ist, dass man gewinnt und dass man es einfach tut. Und das ist der Unterschied. Wissen Sie beispielsweise bei einem Matchball, wissen Sie schon vorher, bevor Sie aufgeschlagen haben, ob das beispielsweise ein Ass wird, ob Sie den Ball verwandeln oder ob es nicht hinhaut?
oft kann ich schon vorher sagen, ja, das ist ganz komisch. Und ich habe auch ab und zu ein Gefühl, dass ich auf den Platz gehe und das Match nicht gewinne. Und dann soll ich eigentlich gar nicht auf den Platz gehen. Aber weil es dann tatsächlich, dann ist es weg, dann ist verloren. Jetzt schauen wir uns mal noch ein großes Spiel an. Flushing Meadow, 1989, Finale gegen Ivan Lendl. War, glaube ich, der schönste Ballwechsel. Den gewinnt aber leider der Lendl. Ja. Standing Ovations für die derzeit besten Tennisspieler der Welt. Becker machte mit seinem hervorragenden Aufschlag viel Druck, gewann den dritten Durchgang mit 6:3. Die Entscheidung dann im Tiebreak des vierten Satzes. Becker führte mit 5:7 sein 11. Ass, brachte den diesjährigen Halbfinalisten von Paris und Wimbledon-Sieger 2 Matchbälle. Mit einem erneut knallharten Aufschlag lässt Boris Becker dem Tschechoslowaken Ivan Lendl keine Chance zum Return, gewinnt als erster deutscher Spieler in der 108-jährigen Geschichte dieses Turnier, versilbert mit einem Preisgeld von $300.000. Weil ich habe bis dahin eigentlich nur in England gewonnen auf Rasen und für mich war das wirklich der größte Durchbruch, muss ich sagen, weil nach diesem Spiel habe ich wirklich geglaubt, dass ich der beste Tennisspieler der Welt sein könnte. Vor habe ich zwar, sagen wir, geträumt, aber nicht wirklich geglaubt, aber das Spiel hat es für mich gezeigt. Der Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat mal gesagt, dass Sie der Sportler sind, der ihn, den Bundespräsidenten, am meisten beeindruckt hat. Nicht nur wegen der sportlichen Leistung, sondern auch im menschlichen Sinne. Sie sind in diesem Jahr, zumindest zum Ende des Jahres, auch ziemlich angeeckt. Sie sind nicht mehr das liebe Burbele. Sie sind ein Mensch mit Ecken und Kanten. Ist das etwas, was man sich ganz genau überlegt? Ich zeige es jetzt den anderen Leuten mal, dass ich meinen eigenen Willen habe, dass ich mich auch nicht hin und her schubsen lasse und in eine Schablone pressen lasse, oder kommt das von alleine? Ich glaube, das muss von alleine kommen, weil wenn es jemand zu einem sagt, dann kann man es zwar noch immer probieren, den Leuten zu erklären, aber man ist es ja noch nicht. Insofern muss man es wirklich dran glauben. Und es war bei mir halt so, dass ich jetzt, sagen wir, 6 Jahre Tennisprofi hinter mir habe und